Hi Leute, hier ist Heikap Christian. Ich fahre gleich mit dem Rennrad zur Pyramide von Austerlitz, was irgendwie eine komische Sache hier ist. In der Nähe von Utrecht, das ist eine Pyramide auf einem Hügel. Ich habe keine Ahnung, warum man da eine Pyramide gebaut hat, aber es gibt diese Pyramide und ich war noch nie da, aber die soll schön sein, also nehme ich euch dahin mit. Und ich wollte euch auch mal kurz zeigen, was ich eigentlich so mitnehme, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin. Zunächst mal zu meinem Rennrad selbst, was furchtbar schmutzig ist, was ich mal wieder reinigen muss. Ich habe meine Beleuchtung hinten und vorne abgemacht, weil es gerade irgendwie 12 Uhr ist, mittags, und es ist strahlend hell. Ich habe keinen Bock, mit Beleuchtung rumzufahren. Dann habe ich hier meinen Radcomputer von Garmin, den ich übrigens auf Niederländisch eingestellt habe, und der klagt gerade darüber, dass er keinen Satelliten finden kann. Mit so einem Drehding verbunden, ist ganz cool. Akku hält irgendwie 4-5 Stunden im prallen Sonnenlicht, das ist ganz okay. Eine Wasserflasche, und ich wollte schon seit eigentlich einem Jahr hier noch einen zweiten Halter anbringen, aber irgendwie habe ich das nie geschafft. Sollte ich mal machen. Dann hier meine Schuhe mit Klickpedalen. Wenn ihr nicht wisst, was Klickpedale sind, googelt das mal. Damit könnt ihr euch quasi hier an euren Pedalen einklicken und dann bildet ihr quasi eine Einheit mit den Schuhen und dann rutscht ihr nicht so schnell ab. Das ist sehr viel effizienter. Dann nehme ich für mich selber meine Schlüssel mit und mein Portemonnaie, ganz einfach, weil ich unterwegs manchmal einfach anhalte, um mir was zu essen zu kaufen. Oder wenn mein Rennrad Schrott ist, dann kann ich mit meiner Busfahrkarte nach Hause fahren. Sehr wichtig. Dann habe ich mir auch diese drahtlosen Kopfhörer von Beats geholt letztens, weil ich nämlich immer Kabelkopfhörer hatte mit dem Rennrad und ich habe mich da teilweise mit verfangen in meinem Lenker und sowas und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deshalb habe ich diese drahtlosen Kopfhörer. Funktioniert ganz gut, zieht halt nur mehr Akku vom iPhone, weil es mit Bluetooth verbunden wird. Und ja, deshalb muss das iPhone halt ordentlich aufgeladen sein. Mein iPhone nehme ich übrigens auch mit, weil ich filmen möchte. Und das geht halt nicht ohne iPhone. Und dann zu guter Letzt, Rennradbrille. Ganz wichtig für mich, weil ich ansonsten immer Fliegen im Gesicht habe. Und das ist furchtbar ekelig und du verblendest dadurch. Helm, auch wenn ich mit meinem Stadtrad ohne Helm fahre in den Niederlanden, auf dem Rennrad nur mit Helm. Ansonsten Rennrad, Trikot und Rennradhose. Das ist es, auf geht's. Okay, mein Navi sagt, es sind ungefähr 12 Kilometer in eine Richtung. Los geht's. Das ist diese Pyramide auf einem Infoschild. Hier steht drauf, wofür die eigentlich gemacht wurde. Hier steht, die Pyramide wurde am 12. Oktober 1804 durch den 30-jährigen General bla 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 zur Erinnerung an den Verbleib von seinen 18.000 Männern in der Utrechtschen Heide eröffnet. Das Monument wurde zu Ehren von Napoleon errichtet, der in diesem Jahr Kaiser wurde. Und es ist benannt nach... Also dieser Typ, Lodewijk Napoleon, der König, hat die Pyramide zu Ehren von der Schlacht von Austerlitz benannt, die durch seinen Bruder gewonnen wurde. Und seitdem steht hier diese Pyramide. Und ich liebe ganz einfach diesen harzigen Waldgeruch, den man hier hat. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich hier mein Rennrad so trage. Der Untergrund ist, kann man das sehen? Der ist ziemlich sandig und... das ist mir einfach zu blöd, das Rad da hochzufahren. Deshalb, laufe ich ein bisschen. So, das ist die Pyramide mit dem Aussichtsturm, der ein bisschen schief drauf steht. Und ich laufe jetzt hier ungefähr seit gefühlt 5 Minuten rum und versuche den Eingang zu finden, weil hier einfach nur diese komische Hecke ist. Und ich vermute, dass es wahrscheinlich so als Witz gemacht ist, dass der Eingang auf genau der anderen Seite sein wird. Naja, Zugang hat 3 Euro gekostet und kann man tatsächlich mit Karte zahlen. Ich gehe da jetzt hoch. Der nette Mann passt bei diesem Kassenhäuschen da auf mein Fahrrad auf. Ansonsten hätte ich das nämlich hier hochschleppen müssen und nein. Das ist schon steil genug. Ach du Heiliger. Oh, scheiße. Ich habe mit meinen Radschuhen Angst, dass ich runterfliege. Je fais pas ta
Tino macht auch, gell? Und also theoretisch müsste ich da irgendwo wohnen. In irgendeinem von den Gebäuden. Ich glaube am ehesten da. Aber auch vielleicht da. Ups. Ich habe keine Ahnung, es ist zu neblig. Keine Ahnung. Aber dafür, dass es in diesem Land keine Hügel gibt, schon eine ganz coole Aussicht. Also ich habe wirklich keine Höhenangst, aber diese Stufen sind so steil. Das ist so krass. Ich hasse es. Ich habe Angst zu fallen. Ich werde jetzt langsam zurückfahren, weil es gleich regnen soll. Und habe ich keine Lust drauf. Ich zeige euch noch ein bisschen die Straßen, denn es ist ein Traum hier, dass man einfach... Du kannst fahren. Du hast einfach immer separate Radwege. Ich glaube, es waren jetzt gute 12 Kilometer, die ich gefahren bin hierhin. Und ich glaube, vielleicht musste ich 400 Meter auf der Straße fahren und der Rest war einfach nur auf dem Radweg. Nochmal ein letztes Bild mit der Pyramide. So, tada, ich bin immer noch am Fahren und es regnet gerade ein bisschen und ich finde das super schön. Ich liebe einfach den, diesen speziellen Regengeruch, der entsteht, wenn Regen auf Erde trifft und sich diese ganzen Mikroorganismen in Gang setzen und es nicht so heftig regnet, sondern nur so ein bisschen. Ich fahre jetzt nach Hause über diese Straße. Und ja, hier kann man so richtig schön konstant 30 fahren. Wie ihr vielleicht sehen könnt, es regnet. Deshalb stehe ich jetzt gerade hier erstmal unter einem Baum. Ich bin ungefähr 4 Kilometer von zu Hause entfernt. Und ich habe keine Lust, durch den Regen zu radeln. Also warte ich erstmal. Fast zu Hause.